Tschüss, Mann. Wie gesagt, du bist immer bei mir im Vorspann. Wenn ich YouTube-Videos hochlade, du bist mit dabei. Wir haben uns 2019, glaube ich, auf der Gamescom getroffen. Aber wie gesagt, du lernst am Tag 1000 Leute kennen. Bestimmt weißt du nicht mehr. Hast du dieser World of Tanks? Genau, ey, wie krass. Du weißt das noch, Alter. Du hast doch überlange irgendwas von World of Tanks gesagt. Ja, Mann, ey, krank, dass du dich noch erinnerst, Alter. Heftig. Hallo erstmal. Ja, der Gegner kriegt Karo 45er, VK 72er, Unfair Matchmaking, Made by Wargaming. Und übrigens, man kriegt irgendwie seit ein paar Tagen 500 mal dieselben Maps. Ich meine, ich will mich ja nicht beschweren, ich bin T100 Light, aber ich habe heute auch schon zwei, dreimal hintereinander Ruinberg bekommen, ne, als Beispiel. Ja. Falsch geschätzt, Arti, wa? Ja, wir haben offene Ziele und keiner schießt, oder was? Ich meine, auf der Seite der Map ist ja auch keiner, ne? Aus irgendeinem Grund hat man die Flanke einfach leer gelassen, oder was? Mein Super Kong hockt hinten in der Ecke von der Base. Super Kong hinter mir hat keinen Bock. Unsere Artis haben auch keinen Bock. Da drüben die Scouts und die FVs und so sind auch auf. Die haben auch alle keinen Bock, da auf Ziele zu schießen. Also ich krieg schon wieder so ein Noob-Team und der Gegner kriegt die Profi-Panzer, ne? VK 72er, Karo 45er. Ich habe jetzt schon mehrfach Ziele aufgemacht, die werden nicht beschossen. Der Manticore da drüben hat auch übrigens mehrfach Ziele aufgemacht, die werden auch nicht abgeschossen, ne? So sieht es nämlich aus. Unsere Artis sind unmotiviert. Guck mal da, Ziele. Ich hätte gerne Leute, die auf Ziele schießen. Meine Kanone hat daneben geschossen, obwohl ich eingeaimt war, ne? Habt ihr das gesehen? Ich war komplett eingeaimt, der Schuss ist, keine Ahnung, drüber geflogen oder whatever. Guck mal hier, 1000 Ziele auf hier, ne? Einfach niemand Interesse, die Ziele abzuaimen. Ich bin immer noch bei 0 Spot Damage, musst du dir mal überlegen. Das sind Gefechte, die kannst du gar nicht gewinnen. Ja. Die gesamte Truppe ist Basecampen, niemand möchte hier mithelfen. Ja, und weh, du gehst selber auf, ne? Dann kassierst du natürlich 8000 Treffer gleichzeitig. Keiner möchte hier den Hill defen, ne? Die Leute sind alle unmotiviert, sitzen da hinten in der eigenen Base und schlafen. Konsequent unsere beiden Artis nicht eingeaimt. Ja. Verstehst du den Trick? Dass ich hier überhaupt rumballern muss, ne? Hängt halt damit zusammen, dass hier IS-7 hinten in der Ecke hockt und die beiden Artis nicht eingeaimt sind, ne? Zum Beispiel. Massive Niederlage, ne? Das geht heute aber auch schon den ganzen Tag.
M60er AFK an der Redline, ne? Ja, drüben der Hill ist nicht besetzt. Oh, jetzt ist der STW komplett alleine. Oh, unsere Arti hat nach 5 Minuten Spielstart die linke Maustaste gefunden. Ist aber leider zu spät, ja. Jetzt verlieren wir über den Hill, ne? Ist auch niemand da. IS-7 komplett unmotiviert, ne? Der Brudi hat sich vorgenommen, hinter der Arti zu campen. Das gibt natürlich einen AFK-Bot, ne? Weil nichts anderes ist das, was hier gespielt wird. Ja, und da wollte ich mich bei Wargaming bedanken für das unfaire Matchmaking. Also nicht nur, dass der Gegner VK-72er und Karo-45er bekommt. Ich krieg natürlich die ganzen AFK-Bots hier, ne? Man weiß, dass der Hill Hilfe braucht, aber man fährt halt nicht rüber, um zu helfen, ne? Herzlichen Glückwunsch. So, Freunde. Ja, ich experimentiere aktuell so ein bisschen mit meinen Aufnahmen, also Let's Play-Aufnahmen für YouTube, sowohl was die Tonqualität angeht, als auch die Bildqualität. Ja, ich habe da jemanden, der mir ein bisschen hilft. Und ja, habe jetzt zum Beispiel für dieses Video schon ein bisschen mehr umgestellt als für die vorherigen Videos. Und dann wollen wir mal gucken, wie die Tonqualität, aber auch Bildqualität ist. Ja, ihr würdet mir auf jeden Fall helfen mit einem Abo und Glocke aktivieren. Das wäre sehr nett. Ihr wisst, einfach nur abonnieren ist schon seit Jahren nicht mehr genug, weil euch dann die Videos nicht vorgeschlagen werden. Schauen wir mal. Ja, ich habe leider wieder Leute, die basecampen und mir nicht helfen, ne? Suboptimal. So. Die haben noch einen Progetto 46er und Leo PTA. Deswegen ganz so einfach ist das jetzt nicht. Sehr tückische Map. Ja, die stehen da hinterm Bunker, das bringt nichts. Ah, der Gegner versucht schon. Hä, warum fährt die Arti hier raus? Lol, jetzt fährt die Arti da raus einfach. Ja gut, unsere Arti möchte unbedingt da links rausfahren, ne? Dann ist das halt so, ne? Ja, guten Morgen, Kollege. Du hättest ja mal reagieren können auf die Ziele rechts. Dann hätte ich den ganzen Weg nicht zurückfahren müssen.
Gegner-Arti ist die ganze Zeit da hinten auf, aber wird nicht rausgenommen von unseren Artis. Schon mal schlecht. Wo bleibt die Arti-Unterstützung, fragt man sich. Ja, unsere beiden Artis sind nicht gewillt, hier mal offene Ziele zu bekämpfen, wa? Danke dir fürs Blockieren. Da bin ich mal gespannt, wie die Ton- und Bildaufnahmen geworden sind. Wenn ihr längere Videos sehen wollt, ich habe ja die letzten Wochen und Jahre längere Videos hochgeladen. Schaut euch einfach mal andere Videos an. Habe ich hier irgendwelche Blindshots getroffen? Ja, dann laden wir das Video doch schon mal hoch. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst mir einen Daumen da, wenn Bild- und Tonqualität sich verbessert hat.